Hallo, liebe Löwegeborene und Löwe-Aszendenten, ganz herzlich willkommen zum Jahreshoroskop 2017, Liebe und Leben im Jahr der Sonne. Und das sollte spektakulär für euch werden, denn die Sonne herrscht ja über den Löwen und viele positive Aspekte zeigen, dass es ein geniales Liebesjahr für euch wird. Ihr seid beliebt und werdet viel Spaß mit anderen Menschen haben und neue Beziehungen haben. Natürlich müsst ihr losziehen und unter Leute gehen, damit sich diese Magie entfalten kann. Aber das dürfte ja kein Problem sein, oder? Ihr steht doch sowieso gern im Mittelpunkt. Und das werdet ihr in diesem Jahr ganz besonders genießen. Herausforderungen oder Stress warten wohl auf euch eher im Zusammenhang mit dem Arbeitsalltag. Das sieht man hier an Machtplanet Pluto, der für euch im Haus der Arbeit steht. Und da einiges an Herausforderungen anzeigt, aber die Liebe, die bietet euch immer wieder Ablenkung und Lebensfreude. Für einige Geburtstagskinder stehen ganz große Veränderungen an und mehr dazu gleich. Aber jetzt erstmal ein Hinweis, dass ich heute eine Verlosung für euch habe. Und zwar werde ich euch das am Ende des Videos zeigen, also bleibt dran. Und nun die wichtigsten Konstellationen für euch 2017. Also da ist natürlich erstmal der Glücksplanet Jupiter, der noch bis Oktober in einem superschönen Aspekt zur Löwesonne steht, hier aus der Waage heraus, aus eurem dritten Sonnenhaus. Und das ist besonders gut für Beziehungen, die sich im Alltag entwickeln. Das kann euch auch im Job gut helfen, weil ihr über den Flurfunk vielleicht wichtige Sachen erfahrt und weil ihr überhaupt Unterstützung auf einem kurzen Weg bekommt. Also das ist ganz wichtig auch, dass ihr euch da über sowas nicht hinwegsetzt, sondern dass ihr dann wirklich auch zuhört, wenn jemand so scheinbar zufällig euch was zu erzählen hat, da könnt ihr viel Unterstützung bekommen. Wenn ihr was Neues lernt, vielleicht eine Sprache lernt, könnt ihr tolle Leute kennenlernen. Oder vielleicht, wenn ihr eine Single Mom seid oder ein Single Dad, dann ist so der Weg über die Schule der Kinder auch einer, wo man tolle Leute kennenlernen kann. Und auch auf kurzen Reisen, wie zum Beispiel Städtetrips. Und wenn ihr liiert seid, dann habt ihr als Paar eine gute Außenwirkung und bekommt viel Unterstützung von netten Menschen. Und dieser gute Aspekt hält noch an bis zum 9. Oktober 2017. Und den spüren am meisten die Geburtstagskinder, die zwischen dem 4. und dem 22. August Geburtstag haben. Ja, dann haben wir eine interessante Planetenkombination, die auf euch einwirkt. Und zwar steht ja auch Uranus in einem guten Aspekt zu den Löwen und versorgt euch mit vielen guten neuen Impulsen, auch wenn ihr euch fortbildet oder wenn ihr auf Reisen geht. Das ist ein sehr anregender und aufregender, aber angenehm aufregender Aspekt. Der steht eben im Widder günstig zur Löwesonne und steht in einer guten Kombination mit Jupiter. Das ist zwar eine Spannung, aber diese beiden Planeten, die befeuern sich gegenseitig. Dadurch eben auch diese schönen Aspekte, diese Möglichkeiten, neue Leute kennenzulernen. Und dann ist da noch der Saturn dabei, der stabilisierend wirkt und der auch im guten Aspekt zur Löwesonne steht. Und diese Kombination, die macht euch eigentlich schon zu ganz, ganz tollen Liebes- und Flirt- und Beziehungskandidaten in diesem Jahr. Ist natürlich genial für Singles, die neue Leute kennenlernen wollen, denn ihr seid ein echter Magnet. Das kommt jetzt durch den Uranus, also so eine richtig tolle Ausstrahlung habt ihr. Und ihr wirkt spannend und aufregend und habt tolle Ideen. Und ihr seid bereit und in der Lage, den Augenblick zu genießen. So sehen es jedenfalls die Sterne. Und wenn ihr jemand Neues findet, überzeugt ihr durch eure Loyalität und dass man mit euch auch eine langfristige Beziehung wagen kann. Spannende Reisen stehen auch unter guten Sternen. Ihr solltet eine Reise an einen ganz neuen Ort planen, wo ihr noch nie wart und immer schon mal hin wolltet. Ihr könnt auch auf einer solchen Reise der Liebe begegnen, wenn ihr noch Single seid. Und trotz eurer Abenteuerlust, das ist eben dieser schöne Aspekt mit Saturn, seid ihr auch bereit, euch tiefer einzulassen und eine feste Beziehung anzufangen, vielleicht für den Rest eures Lebens. Oder, falls ihr verheiratet seid, seid ihr offen für die Familienplanung und bringt vielleicht Nachwuchs auf den Weg. Auf jeden Fall bekommt ihr Neues und Bewährtes prima unter einen Hut. Und diese Aspektkombination wirkt am direktesten auf die Löwen, die vom 12. bis 21. August Geburtstag haben. Aber denkt immer dran, auch andere Planeten können ja diese Aspektwirkung empfangen in eurem Horoskop. Deswegen also denkt jetzt nicht, nur weil ihr vielleicht an einem anderen Tag Geburtstag habt, wird bei euch nichts passieren, sondern das ist dann vielleicht auch mal eine Frage, sich sein persönliches Horoskop erstellen zu lassen, um da Bescheid zu wissen. Jetzt gibt es aber noch weitere ganz besonders wichtige Konstellationen, die im Zeichen Löwe passieren und die möchte ich euch jetzt zeigen. Da habe ich die Horoskope für vorbereitet. Der erste wichtige Eintritt ist der des Mondknotens ins Zeichen Löwe und das Ganze wird passieren
am 9. Mai 2017, genau um 20 Uhr. Und der Mondknoten wird dann ab dem 9. Mai und bis November 2018 durch das Zeichen Löwe wandern. Und zwar wandert der Mondknoten als einziger Faktor andersrum durchs Horoskop. Die Planeten wandern alle gegen den Uhrzeigersinn, der Mondknoten wandert im Uhrzeigersinn und damit rückwärts, also von der Jungfrau in den Löwen. Und beglückt dann als erstes die Geburtstagskinder, die zwischen dem 6. und dem 22. August Geburtstag haben. Und für alle Löwen gilt, dass diese Reise des Mondknotens durch ihr Zeichen wie ein warmer Regen für die liebesdurstigen Löwen ist. Es kann auch sein, dass ihr euch vielleicht trotz guter Aspekte, die ja letztes Jahr auch schon auf euch eingewirkt haben, vielleicht doch ein bisschen ausgetrocknet gefühlt habt. Sollte das der Fall sein, dann werdet ihr eben jetzt einen warmen Regen genießen. Das Zeichen Löwe steht ganz hoch im Kurs. Und der Mondknoten gilt ja auch als Verbindungsfaktor. Der bringt also Leute zusammen und auch als Faktor für den Seelenweg und damit auch für den Seelenpartner. Ihr werdet dann also Leute treffen, die sehr wichtig auf eurem Weg sind oder für die ihr sehr wichtig seid. Das ist jetzt wahrscheinlich, weil der Mondknoten ja in eurem Zeichen steht. Das heißt, ihr seid für manche Menschen jetzt der Wegweiser und vielleicht auch der Lebenspartner und Seelenpartner. Genau, und im Zusammenhang mit diesem Mondknoten haben wir zwei weitere wichtige Konstellationen im Löwen, denn immer wenn der Mondknoten bei einem Neumond oder Vollmond im Spiel ist, ergibt sich eine Finsternis. Und das wird dieses Jahr im August passieren, das zeige ich euch jetzt. Und zwar als erstes haben wir den Vollmond am 7.8. So, das ist ein Vollmond auf der Achse Löwe-Wassermann und der wird eben, da, das sieht man daran, dass der Mondknoten hier dabei steht, wird er als partielle Finsternis auftreten und wird jetzt bei euch das Beziehungsgeschehen beleuchten und beeinflussen. Warum? Weil es eben bei euch auf der Beziehungsachse passiert. Hier der Mond steht für euch im Partnerhaus und ihr seid hier vertreten mit der Sonne, aber auch dem Mars. Und das ist ein bisschen heikel, weil natürlich Sonne, Mars ist so ein Selbstbewusstsein, dass man denkt, boah, da haue ich mal mit der Faust auf den Tisch und spreche mal ein Machtwort und dann ist die Sache klar. Aber so einfach ist es nicht, denn dieser Vollmond beleuchtet also das Emotionale in euren Beziehungen, die Gefühle, die da im Spiel sind und es kann darum zu Konflikten kommen. Und die Lektion dabei ist eben jetzt, Kompromisse einzugehen und auf jeden Fall versuchen, diese Konflikte gütlich zu lösen. Und das ist jetzt nicht ganz so einfach, weil ja eben der Mars dabei steht und weil außerdem Löwen sowieso nicht so gerne nachgeben und einlenken. Aber genau das müsst ihr tun, denn sonst könnte es eure Beziehung, eure bestehende Beziehung gefährden und wäre auch nicht so gut für Beziehungen, die sich gerade neu anbahnen. Und das spüren besonders diejenigen, die rund um diesen Vollmond Geburtstag haben, also die Geburtstagskinder vom 5. bis 9. August. Die müssen also jetzt da auf ihre Beziehung sehr achten und bereit sein, sich zu bewegen und eben auf den Partner auch zuzugehen. Denn wenn ihr stur bleibt und glaubt, nur eure Überzeugung ist die richtige, dann kann das die Beziehung eben gefährden. Diese Konstellation wirkt schon 3 Wochen vorher, so von Mitte Juli bis 4 Monate, nee, bis 3 Monate nachher, nämlich bis zum 4. November, wenn der Neumond im Skorpion steht. Ja, also da müsst ihr so ein bisschen darauf achten, dass das eine Zeit ist, wo es eben Querelen rund um die Gefühlslage in eurer Beziehung geben kann. Genau, und dann haben wir die Sonnenfinsternis. Die ereignet sich am 21. August. Und das ist eine totale Sonnenfinsternis übrigens. Der Schatten wird sich quer über die USA erstrecken und steht auch wieder im Löwen hier, Ende Löwe, auch wieder der Mars dabei und der Mondknoten. Ja, was bedeutet das jetzt? Die Sonnenfinsternis erfasst die Sonne und damit das Wesen, den Lebensweg und auch eure beruflichen Ziele und euer Fortkommen. Und das kann zur Folge haben, dass diejenigen, die davon betroffen sind, nämlich die Geburtstagskinder, die zwischen dem 8. und 22. August Geburtstag haben, vor großen Veränderungen stehen. Und zwar im Beruf, in der Beziehung oder dem Wohnsitz, also ob sie umziehen oder auch eine Kombination von allen dreien. Aber diese Veränderungen sind nicht unbedingt schlecht, denn das Ganze ereignet sich am aufsteigenden Mondknoten und das ist ja das Symbol für den Seelenweg und der steht ja eben im Löwen. Das bedeutet, ihr könnt da jetzt wirklich zu euch finden und auf eurem Weg wirklich ein gutes Stück vorankommen.
Und deswegen solltet ihr euch auch gegen diese Veränderung und Entwicklung nicht sperren und nicht dagegen angehen, sondern lieber schon mal Pläne machen. Was soll sich verändern in diesem Jahr? Vielleicht ein neuer Job oder wollt ihr umziehen? Durch den Mars, der dabei ist, sind allerdings auch Konflikte vielleicht in der Beziehung angezeigt. Also da ist wieder das Thema, sich nicht auf Biegen und Brechen durchsetzen oder vielleicht habt ihr einen Partner, der jetzt da nicht so mitziehen kann oder will. Es kommt ja jetzt auch darauf an, was der Partner wieder für ein Sternzeichen ist und was der für ein Horoskop hat. Und da müsst ihr also ganz auf Tuchfühlung mit eurem Schatz gehen, ne? Und diese Sonnenfinsterniskonstellation, die wirkt noch stärker als die Mondfinsternis. Ihr werdet also schon im Mai spüren, dass sich da was anbahnt. Und noch bis zu einem Jahr nach der Finsternis wirkt das noch, ist ja klar, wenn man so eine große Veränderung hat, wie zum Beispiel einen neuen Job oder einen Umzug, ist ja ganz klar, dass das dann eben noch lange nachwirkt und den weiteren Lebensweg beeinflusst. Und außerdem werdet ihr es auch jedes Mal spüren, wenn wichtige Planeten diesen Punkt berühren. Das wäre also vielleicht wirklich ein Fall für eine persönliche Beratung, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, ob und wie euch diese Konstellation beeinflusst und was ihr tun könnt, um das Beste daraus zu machen. Ja, und wo wir schon über das Beste reden, jetzt zeige ich euch noch, wann euch die Venus im Jahr 2017 verwöhnt. Und dazu gehen wir nochmal auf das Jahreshoroskop zurück, also wieder zum 1. Januar und spulen dann mal vor in der Zeit. Also die erste gute Liebesphase geht los am 3. Februar, über Valentinstag rüber habt ihr eine super Venus, die steht für euch im 9. Sonnenhaus, also wäre vielleicht wirklich eine Idee, euren Schatz zum Valentinstag auf eine Reise einzuladen. Und falls ihr jemand habt, da auch wirklich aktiv zu werden und Geschenke und Karten und so weiter zu verteilen, da ist auch noch der Mars dabei, ist also eine wirklich sehr, sehr schöne und auch leidenschaftliche Phase. Und die Venus wird dann rückläufig in dieser Zeit, und das ist auch nochmal ein ganz wichtiges Thema dieses Jahr. Die wird also rückläufig am 4. März und bleibt dadurch noch länger da im Widder stehen und für euch eben in diesem 9. Haus, was für euch so ein guter Aspekt ist, nämlich bis zum 2. April. Dann läuft sie zurück bis ins Zeichen Fische und dreht dann um und kehrt nochmal zurück in den Widder, wo sie dann euch nochmal zur Verfügung steht, nämlich vom 28. April bis 5. Juni. Das heißt also, ihr habt die Venus praktisch von Anfang Februar bis Anfang Juni mit der Pause im förderlichen Aspekt zur Löwesonne stehen. Und diese Rückläufigkeitsphase, die kann es mit sich bringen, dass ihr verflossene Liebhaber wieder trefft oder ihr vielleicht aktiv auf jemanden zugeht, mit dem ihr schon mal zusammen wart. Und diese ganze Konstellation ist so beschaffen, dass wir in die Lage versetzt werden, alte Beziehungsmuster zu erkennen und zu überwinden. Schaut euch dazu bitte auch nochmal die kosmische Schwingung an. Da gehe ich genau auf diese wichtige Konstellation ein und wie wir da das Beste draus machen können. Und das gilt natürlich dann auch für euch, zumal ja eben durch diese Mond- und Sonnenfinsternis für viele Löwegeborene doch auch da ganz, ganz wichtige Entwicklungen in ihrer Beziehung anstehen. Also ganz wichtiges Liebesjahr für euch. So, wann haben wir noch schöne Venusphasen? Die nächste kommt dann vom 5. bis 30. Juli, da geht die Venus in den Zwilling und damit auch in einen schönen und euch unterstützenden Aspekt. Liebe und Freundschaft sind dann vor allen Dingen auch groß geschrieben. Spaß mit gemeinsamen Freunden, wenn ihr ein Paar seid, bekommt ihr auch da eine gute Unterstützung. Wenn ihr Single seid, dann zieht mit eurer Clique los. Also 5. bis 30. Juli, da haben dann auch schon die ersten Geburtstage in der ersten Dekade Löwe was davon. Und dann gibt es natürlich eine super Phase, wenn die Venus durch euer Zeichen geht. Das ist natürlich immer super. Und das ist vom 26. August bis zum 19. September. Und das ist nach den beiden Finsternissen, die ihr dann bis dahin durchlaufen müsst. Und ist dann vielleicht auch nochmal wie so ein frischer Kick in der Liebe. Und sollte es jetzt wirklich mit der Mondfinsternis zum Beispiel zu einem Konflikt gekommen sein, könnt ihr dann, wenn die Venus in euer Zeichen geht, vielleicht in die Charmoffensive gehen und euren Partner wieder einwickeln, um den Finger wickeln oder euch auch wieder versöhnen, falls es nötig sein sollte. Das ist natürlich sehr schön, dass das dann im Anschluss passiert. Wie gesagt, vom 26. August bis 19. September. Und während dieser Zeit, um Mitte September rum, wird die Venus dann auch mit dem Mondknoten sich verbinden. Auch nochmal ein Hinweis darauf, dass hier ganz tolle Entwicklungen in Sachen Partnerschaft und auch neue Partnerschaften möglich sind.
Dann gibt es noch eine super Phase vom 14. Oktober, wenn die Venus in die Waage geht. Da steht sie auch sehr schön für euch. Und noch bis zum 6. November ist auch eine tolle Phase, wo ihr sehr gut dasteht, wo ihr eine sehr gute Außenwirkung habt und wo ihr, wenn ihr verliebt seid, auch sehr viel erreichen könnt mit süßen Liebesbotschaften. Und schließlich und endlich haben wir dann noch eine schöne Venusphase vom 1. bis 25. Dezember. Da steht die Venus nämlich dann bei euch im 5. Haus der Lebensfreude und der Sexualität. Das heißt, ihr werdet einen kuscheligen Dezember erleben. Ja, liebe Löwen, soweit also die wichtigsten Tendenzen für euer neues Jahr 2017. Und was die Verlosung angeht, ich verlose also ein persönliches Jahreshoroskop, 45 Minuten mit mir und eine CD dazu, wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonniert habt. Also unter allen Abonnenten. Und wenn ihr also noch nicht Abonnent seid, dann bitte da klicken. Und das wird ja hier jetzt so angezeigt in dem Kästchen. Bitte klicken, abonnieren und dann kommt ihr auch mit in die Verlosung. Ihr könnt natürlich auch direkt ein persönliches Horoskop buchen. Es würde sich vielleicht empfehlen mit diesen Finsterniskonstellationen im Zeichen Löwe dieses Jahr. Vielleicht für euch selbst, vielleicht einen Partnervergleich oder ihr nehmt meinen Hotline-Service in Anspruch. Ich habe jetzt eine Hotline-Nummer, da könnt ihr dann auf meinem Kundentelefon anrufen. Das wird unten eingeblendet oder im Schlussbild eingeblendet zum Festnetztarif und ganz spontan mit mir kurzfristig einen Termin machen. Wenn ich am selben Tag zum Beispiel noch Zeit habe, gebe ich euch dann die Hotline-Nummer, dann könnt ihr mich da anrufen und zum Minutenpreis mit mir telefonieren. Also das ist nochmal eine Möglichkeit, wenn man mal eine kurze Nachfrage hat oder ganz spontan. Ja, liebe Löwen, dann wünsche ich euch alles, alles Gute mit diesem interessanten Jahr 2017, das Jahr der Sonne. Und genießt es und ich denke, ihr werdet auch die Herausforderungen letztlich gut meistern, denn ihr habt viel positive Unterstützung von den Konstellationen. Also, alles Gute mit den Sternen.